Ab Mai zeigen wir eine Ausstellung des deutschen Künstlers Gerhard Richter. Er ist 1932 in Dresden geboren, er hat Wandmalerei an der Hochschule für Bildende Künste in Dresden studiert. Nach seinem Studienabschluss ist er 1961 in die BRD geflohen, nach Düsseldorf, wo er an der Kunstakademie weiter studiert. Später wird er dort unterrichten, von 1971 bis 1994. Unter anderem gehört zu seinen Schülern übrigens Thomas Schütte. In unserer Ausstellung werden zum ersten Mal den Serien, Zyklen und Räumen, die Gerhard Richter geschaffen hat, besondere Aufmerksamkeit geschenkt. Es werden sowohl figurative als auch abstrakte Werke zu sehen sein. Es werden auch Fotografien zu sehen sein und ganz neue Werke, Glasskulpturen. Für Gerhard Richter ist das Verhältnis zwischen Kunstwerken und architektonischem Kontext ein sehr wichtiger Aspekt. Schon während seinem Studium der Wandmalerei zeigt er ein deutliches Interesse dafür, wie Malerei in architektonischem Kontext platziert wird. Und dies bestätigt er auch später in einem Interview, wo er sagt, das ist so ein Traum von mir, dass die Bilder zum Umfeld werden, selbst Architektur werden. Er realisiert auch zahlreiche Skizzen, in denen er Präsentationsmöglichkeiten untersucht von Werken in Räumen. Diesem Aspekt wird auch in unserer Ausstellung eine wichtige Bewertung gegeben. Es werden, wie gesagt, Zyklen und Serien gezeigt, wo nicht nur die Erfahrung eines einzelnen Werkes oder einer Werkgruppe wichtig ist, sondern wo auch der Dialog zwischen Raum und Kunst spürbar sein wird. Grundlage für seine Werke bildet der sogenannte Atlas. Das ist eine Sammlung von Bildmaterial, die er selber zusammengestellt hat, also Fotografien, die er selber gemacht hat oder Fotografien, die er aus Zeitschriften oder Magazinen ausgeschnitten hat, Collagen, Skizzen und so weiter. Und Grundlage für diesen Porträtzyklus sind Familienfotos gewesen, die Gerhard Richter von seiner Frau Sabine Moritz und von ihrem gemeinsamen Sohn gemacht hat. Es ist eine Leihgabe von der Hamburger Kunsthalle, über die wir uns sehr freuen. Auch das wird ein sehr beeindruckender Saal, wo dieser Zyklus gezeigt wird. Ein 12-teiliger Zyklus mit dem Titel Wald, eine Leihgabe vom MoMA in New York. Auch hier ist die Grundlage Fotografien, die Gerhard Richter bei Waldspaziergängen gemacht hat. Und aus diesen Fotografien entsteht dann ein abstrakter Zyklus, von dem Gerhard Richter meint, er soll dieses Gefühl schildern, das man hat, wenn man in einem Wald ist. Auch das ist ein bedeutender Zyklus, der Zyklus Bach, in Anlehnung an den Komponisten Johann Sebastian Bach. Gerhard Richter ist ein großer Musikliebhaber. Dieser Werkzyklus ist in einer Schaffensphase entstanden, wo Gerhard Richter viel mit einem Rakel gearbeitet hat. Er trägt mit einem Rakel Schicht für Schicht Farben auf eine Leinwand und da diese Farben in nassem Zustand bearbeitet werden, entstehen diese charakteristischen Strukturen und diese farbigen Übergänge. Dieser Werkzyklus wird gezeigt mit zwei Einzelwerken, denn parallel zu diesen Werkzyklen, die wir zeigen, werden auch Einzelwerke präsentiert, die einen Kontrapunkt zu den Zyklen bilden sollen und die von denen viele schon einen richtigen ikonischen Status erlangt haben. Und dieses Werk ist ein Kontrapunkt zu der Serie Bach. Es ist eine Seelandschaft, die Gerhard Richter nach einer Reise nach Grönland, anhand von Fotos nach einer Grönlandreise realisiert hat und die eine ganz besondere Atmosphäre spürbar macht, die gerne mit der Romantik in Verbindung gesetzt wird. Ein weiteres Werk als Kontrapunkt zur Serie Bach wird dieses kleine, ganz zarte Porträt sein, das gerne in Verbindung gebracht wird mit Haremszenen vom klassizistischen Maler Ingres, wo man badende Frauen sieht. Gerhard Richter zitiert und bewundert kunsthistorische Vorbilder wie Caspar David Friedrich, Ingres, Tizian und auch Vermeer. Und Vermeer wird auch sehr häufig mit dem folgenden Porträt in Verbindung gebracht. Wieder ein Porträt der Frau von Gerhard Richter, Sabine Moritz, unter dem anonymen Titel Lesende. Hier
also statt eines Briefes liest hier die Porträtierte eine Zeitschrift, und ähnlich wie bei Vermeer spürt man hier die Ruhe und die Sanftheit dieser Szene mit etwas kräftigeren Farben als bei Vermeer. Das wird auch ein sehr schöner Raum, eine Leihgabe, über die wir uns auch sehr freuen. Eine achtteilige Serie mit dem Titel Grau, die sich in der Sammlung des Museums Abteilberg in Mönchengladbach befindet. Gerhard Richter hat in einer seiner Schaffensphasen sich intensiv mit der Farbe Grau auseinandergesetzt und ist da auch ganz konsequent mit dieser Farbe umgegangen. Und dabei sind Werke entstanden, die ursprünglich figurative Malereien waren, die Gerhard Richter aus Unzufriedenheit grau übermalt hat, und nach hat er dann bemerkt, dass es qualitative Unterschiede zwischen diesen einzelnen grauen Flächen gab. Und damit hat er sich dann intensiv auseinandergesetzt, was macht diesen Qualitätsunterschied aus. Und so sind dann zahlreiche Werke entstanden, die zu dieser Serie Grau gehören. Als Kontrapunkt dazu wird es ein Porträt seiner Tochter Ella geben, ein ganz kleines Porträt, das aber einen sehr kräftigen Kontrapunkt zu diesen großformatigen, monochromen Bildern bilden wird. Dies ist ein sechsteiliger Zyklus, der entstanden ist, nachdem Gerhard Richter von Vertretern der katholischen Kirche eingeladen wurde, die Stigmatisierung des heiligen Franziskus für eine Kirche zu malen. Eine Kirche, die übrigens von Renzo Piano errichtet wurde im süditalienischen Apulien. Gerhard Richter kam mit diesem Vorschlag eines abstrakten Zyklus, der dann von der Kirche abgelehnt wurde, weil sie etwas Figuratives haben wollten. Interessant daran ist, dass der heilige Franziskus in seiner Stigmatisierung traditionell mit ausgestreckten Armen dargestellt wird, und indem Gerhard Richter seine quadratischen Leinwände um 45 Grad dreht, erhalten diese Rompen in gewisser Maße die Konturen eines stehenden Menschen mit ausgestreckten Armen, und sie werden auch gerne als abstrakte Kruzifixe von Kunstkritikern gedeutet. Dieser abstrakte Zyklus wird gezeigt mit zwei fantastischen Stillleben, ein Schädel und ein paar abgeknickten Blumen. Letztes Beispiel, dieser bedeutende und auch bekannte Werkzyklus von Gerhard Richter, der aus 15 Werken besteht, mit dem Titel mit dem allgemeinen Obertitel 18. Oktober 1977. Gerhard Richter hat sich hier mit einem Vorfall rund um die Terroristengruppe Rote Armee Fraktion befasst. Ende der 70er Jahre waren einige Mitglieder dieser RAF inhaftiert, und nachdem Erpressungsversuche gescheitert waren, um diese RAF-Mitglieder zu befreien, und als Protest gegen ihre Inhaftierung haben 4 RAF-Mitglieder versucht, sich in der Nacht zum 18. Oktober 1977 das Leben zu nehmen. 3 von ihnen ist es auch gelungen. Und dieser Vorfall hatte damals für große Schlagzeilen gesorgt, und es war auch erstaunlich viel Bildmaterial in den Medien zu finden. Diese Zeitungsfotos hat Gerhard Richter gesammelt, aufbewahrt, in seinem Atlas aufgenommen und dann 11 Jahre später, 1988, in diesen Werken verarbeitet. Hier ist auf der rechten Seite sind 3 Porträts einer dieser RAF-Mitglieder zu sehen, Gudrun Enslin, die sich in ihrer Zelle umgebracht hat bei ihrer Festnahme. Vielleicht erkennt man es in dem mittleren dieser 3 Porträts. Das sind Fotos, die bei ihrer Festnahme geschossen wurden, und sie scheint recht glücklich in die Kamera geblickt zu haben. Links ist das größte Werk dieses Zyklus zu sehen, ein großformatiges, fast abstrakt wirkendes Bild, das bei genauer Betrachtung eine Menschenansammlung darstellt. Hier ist die Beerdigung dargestellt von diesen 3 RAF-Mitgliedern. Das hatte damals Tausende von Angehörigen und Journalisten und Schaulustigen angezogen, und das ist hier dargestellt. Gastkurator der Ausstellung ist Hans-Ulrich Obrist. Er ist seit seiner Jugend sehr eng mit Gerhard Richter befreundet, hat mit ihm schon zahlreiche Projekte realisiert und auch viele Publikationen über Gerhard Richter veröffentlicht. Das wird Obrists erste große Ausstellung in seinem Heimatland Schweiz sein. Wir freuen uns sehr auf diese Ausstellung, und wir hoffen, Sie spätestens im Mai wieder hier begrüßen zu dürfen. Vielen Dank.